Meier wieder mit seinem linken. Und das war beinahe ein Eigentor von Hoheneder. Und nochmal der Nachschuss. Sehr viel Glück für ihn hier und für Leipzig. Nach der Ecke. Versucht er zu retten. Und Borel pariert da ganz klasse. Lagerblom rettet zunächst. Ist nur die Frage, ob er sich das selbst antut, weiter in der vierten Liga tätig zu sein. Er war zuletzt in der österreichischen Bundesliga und ja auch schon in der deutschen zweiten und ersten Liga dabei. Und das ist Frahn. Da bringt einen das Spiel doch dazu, mal andere Geschichten zu erzählen. Und dann diese Großchancen, zwei hintereinander. Erst Daniel Frahn und dann Rockenbach mit dem Fernschuss. Gut reagiert von Strehle in diesem Moment. Aber nach der Flanke von Müller war Frahn auf einmal völlig allein gelassen. Hermann zu weit weg und Steil sowieso nicht da. Und das ist genau das, was ihn auszeichnet. Eine gute halbe Stunde nicht zu sehen und dann diese Kopfballchance. Haider. Gut abgelegt auf Wetter. Und da ist das Tor. Das 1:0 für Holstein Kiel. Wer sagt's denn? Fite Sikora. Wird der Pokalheld vielleicht auch noch zum großen Hoffnungsträger, was den Aufstieg anbelangt? Cottbus und Duisburg hat er auf den DFB-Pokal geschossen. Jetzt die Führung mit seinem 8. Saisontreffer. Fite Sikora. Wunderbar vorbereitet mit diesem Pass raus auf Wetter. Und dann lassen sich gleich mehrere Kieler fallen. Und Sikora kommt von hinten. Die Leipziger rücken nicht raus. Und dann hat Borel im Grunde keine Chance, diesen Ball zu halten. Gut rausgespielt von Haider auf Wetter. Und dann ist Borel sogar noch leicht dran. Aber der Ball ist dann doch zu scharf, als dass er ihn abwehren könnte. Jetzt Sikora setzt sich da auch durch. Und jetzt hier links ganz frei Lindner. Er sucht aber erstmal Haider. Haider vorbei an Ernst. Und anstatt vielleicht doch rüberzuspielen auf Jaroslav Lindner, der ganz allein war, sucht er den Abschluss und beschwert sich, dass es keinen Eckball gibt. Diese Reaktion sagt mir tatsächlich, dass da mit Sicherheit noch ein Leipziger dran war. Sonst hätte er sich nicht so aufgeregt. Aber vielleicht hätte er das Abspiel suchen sollen. Aber jetzt, wir sehen es, viel mehr Platz für Holstein Kiel. Toxis auf Lindner. Lindner vorbei an Lagerblom, wieder Lindner und Borel. Jetzt ist es das Spiel, was wir uns erhofft haben. Aber genauso hatte es Trainer Thorsten Gutzeit gesagt. Erst wenn ein Tor fällt, dann fallen alle taktischen Überlegungen. Tiefer, Jahre! Toxis mit dem Fehlpass, Müller dazwischen. Und zum ersten Mal echt am Ball, Roman Wallner. Gute Hereingabe und das war Glück für Holstein. Da können zwei Abwehrspieler den Kutschke nicht kontrollieren. Jürgensen mit dabei. Der Captain. Man kann ich Ihnen nicht genau sagen, wer da zuletzt am Ball war. Entweder Kutschke oder Jürgensen. Es scheint Kutschke gewesen zu sein, denn es gibt Abschlag für Holstein Kiel. Haider. Endlich mal kommt er an seinem Gegenspieler vorbei. Guter Pass, da ist Lindner. Und der Ball geht tatsächlich ins Lattenkreuz und springt wieder raus. Da war der Winkel natürlich auch schon extrem steil. Oder sagt man spitz? Ich glaube spitz. Das müssen wir uns gleich noch mal angucken, wenn der Ball im Aus ist und wir Zeit dafür haben. Da kommt noch mal die Szene. Haider mit dem super Pass, kein Abseits und dann mit dem schwächeren Linken und wirklich genau ins Lattenkreuz, Pfosten und Latte berührt mit diesem Schuss. Das hätte schon die Vorentscheidung sein können.
der da die absolute Kopfhoheit hat, trotz der langen Innenverteidiger von RB Leipzig. Cazio beim Freistoß. Wo ist Sikora? Diesmal ist es Steil, der den Ball bekommt. Und da ist der Treffer, das 2:0 für Holstein Kiel. Aber der Linienrichter hat die Fahne oben. War es möglicherweise abseits nach dem Kopfball von Steil? Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Das war eine Variante, die war genauso einstudiert. Die Flanke auf den langen Steil. Und da ist absolut kein Abseits zu erkennen. Der Ball ist einerseits vor den beiden Kielern. Allerdings dann, weiß ich nicht genau, ob das so bewertet wird. Der erste Kieler kommt nicht richtig ran, berührt den Ball. Und findet den zweiten und der berührt ihn natürlich dann und schießt ihn rein. Egal, nächste Szene, Toxis. Vorbei an Hoheneder, Toxis und die Riesengelegenheit ausgelassen. Ja, der hat noch gar nicht richtig gejubelt. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Vite Sikora. Große Erleichterung, glaube ich, bei Ihnen. Das war ein Herzschlagfinale. Ja, wie gesagt, das war ein Spiel auf Augenhöhe heute. Wir haben aber bewiesen, dass wir zu Hause eine Macht sind und ich denke, wir haben auch verdient nach Chancen 1:0 gewonnen heute. Naja, bis zum Tor. Eigentlich war der Trend ja eigentlich fast für Leipzig. Was war denn entscheidend? Sie sehen gerade das Tor jetzt, Sie nicht, aber die Zuschauer. Da haben wir schon gedacht, wo ist das Selbstvertrauen geblieben? Ja, wie gesagt, in so einem Spiel sind verschiedene Phasen. Am Anfang haben wir sehr stark angefangen, haben dann ein bisschen nachgelassen. Leipzig war auch nicht so schlecht in der Phase, dann nach der Halbzeit auch gut drauf. Und habe ich denke, dass wir dann mit dem 1:0 gezeigt haben, wer hierher im Haus ist und dann das 1:0 gewonnen, wie verdient. Und sensationelle Stimmung hier, nicht? Oder? Wie beim Pokal. Ja, das kennen wir ja schon aus der Saison durch die Pokalspiele und ja, macht Spaß so, ne? Ja. Vielen Dank, wir drücken die Daumen weiterhin. Martin, bitte. Herr Gutzeit, herzlichen Glückwunsch zum 1:0-Erfolg hier in diesem wichtigen Spiel. Wie groß ist die Erleichterung? Ja, ich glaube, man hat es nach dem Spiel gesehen. Wir haben uns alle riesig gefreut, die Zuschauer auch. Und ich glaube, wir haben insgesamt heute hier lange Zeit ein ausgeglichenes, hoch umkämpftes Spiel gesehen. Aber insgesamt, glaube ich, wenn ich die 90 Minuten sehe und schon mal Bilanz hier, glaube ich, verdient gewonnen. Gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, mit dem Regen, der hier eingesetzt hat zu Beginn der zweiten Halbzeit, kam auch Kiel, Kieler Wetter. Woran hat es gelegen, dass die Mannschaft dann so aus der Kabine gekommen ist? Was haben Sie gesagt? Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Die ersten 20, 25 Minuten das Spiel dominiert, sind sehr, sehr hohes Tempo gegangen und haben danach ein bisschen zu viel gewollt. Die Jungs waren ein bisschen übermotiviert, wir haben die Ordnung verloren und sind dann fast mit dem Kopfball von Frahn, typische Situation für Leipzig, in Rückstand geraten. Das hat die Jungs ein bisschen Schockschuss angesetzt. Und dann haben wir einfach in der Halbzeit gesagt, wir müssen wieder zurückfinden in unsere Ordnung und Disziplin. Und das haben wir gemacht. Und wenn man natürlich dann in Führung geht, dann wird es natürlich auch leichter. Und jetzt gebe ich ab zu Peter Carstens, denn der hat einen Mann, der heute alles gegeben hat und der manchmal bis an die Grenze des Erlaubten gegangen ist. Peter Carstens. Ja, bei uns ist Rafael Caccio. Riesenfeier hier im Stadion. Und ich denke bei Ihnen auch. Riesengroße Erleichterung, ne? Ja, wir haben ein Spiel gewonnen. Das freut uns natürlich. Gegen RB ist natürlich immer was Besonderes. Man hat es heute an der Kulisse auch gesehen. Wir wollten die 3 Punkte unbedingt hier behalten. Wir haben eine gute Heimbilanz und die wollten wir weiter ausbauen. Das haben wir geschafft heute. War richtig klasse weiterhin. Toi, toi, toi. Martin, bitte. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist noch möglich? Man ist angewiesen auf Ausrutscher, auf Patzer des Halleschen FC, der morgen dran ist gegen Plauen. Was denken Sie? Werden Sie sich noch einen Ausrutscher leisten? Oh, das ist schwierig. Sie haben bisher sehr, sehr konstant gespielt. Haben eine sehr, sehr gute Abwehr. Die haben die wenigsten Tore eingefangen und haben es bisher auch geschafft, die Ausrutscher von Leipzig und uns zu nutzen. Wir haben einfach heute 3 Punkte eingefahren. Das, was wir machen können, haben wir gemacht. Alles andere liegt nicht mit unserer Hand. Aber wir haben uns einen Heimnummer gewahrt. Wir haben einen tollen Fight abgeliefert. Und das war die Hauptsache. Das Fünkchen Hoffnung, das ist auf jeden Fall da. Die Hoffnung auf den Aufstieg, die lebt weiter. Hier in Kiel im Holstein-Stadion. Die Fans sind natürlich auch aus dem Häuschen. 7.000 sind gekommen heute und haben einen 1:0-Sieg gesehen. Ihrer Mannschaft im Spitzenspiel gegen RB Leipzig.